Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel City Skylines. Ja, in der letzten Folge habe ich so ein bisschen was gebaut. Wie immer. Und zwar, wo waren wir denn? Hier, Forstgebiet 3. Hier der Güterbahnhof ist so ein bisschen ja, in der Senke, würde ich mal sagen. Das hat den Vorteil, ich kann ja hier eine Brücke drüber bauen, ohne dass ich die Brücke jetzt extra anheben muss. Und ja, wie man sieht, es staut sich hier. Aber lieber staut sich hier, bevor überhaupt kein LKW kommt. Das Gute ist, diese ganzen LKW sind alle aus diesem Gebiet. Ja, ich habe offscreen das Spiel schon ein bisschen laufen lassen, habe ein bisschen was gemacht. Ja, okay, ein bisschen ist gut. Fast 4 Stunden, nee, knapp 5 Stunden Arbeit waren das. Und also nicht das war 4 Stunden Arbeit, sondern oder war halt eine andere Ansicht, das ist schöner. Diese, und zwar ich habe das U-Bahn-Netz ein bisschen optimiert. Okay, jetzt gibt es hier einen Stau. Warum gibt es jetzt einen Stau? Weil, okay, das kann man korrigieren. Das Spiel ist angehalten. Halt. Nee, mag nicht. Ja, so ist besser. Genau. Jetzt muss wieder laufen. Genau. Ja. Vorher waren alle Kreuzungen und Abzweigungen beim U-Bahn-Netz. Haben alles so ausgeschaut. Unter Wasser will ich das jetzt, unter dem Fluss will ich das jetzt nicht machen. Und genauso hier, denn wie man sieht, hier geht es bergauf. Und wenn ich jetzt hier irgendwie so schräg aus dem Bau, das schaut scheiße aus. Deswegen, zum Beispiel hier ist eine Abzweigung. Hui, geht richtig schön flach rein. Da muss der Zug nicht extra anhalten. Kann voll Karacho hier im Bahnhof reinfahren. Okay, danach, der kleine Nachteil ist, es kommen auch die Züge schneller am Bahnhof an und ja, er staut sich auch ein bisschen. Ein klein bisschen. Okay, hier ist gut ausgebaut, hier ist noch optimierter das Ganze. Okay, es ist nicht alles U-Bahn, was hier so gräulich aussieht, sondern hier, das ist eine Straße unterirdisch. Wo man noch eine Straße, da ist eine Straße, wo reingeht. Straße, hier ist oben eine Straße. Aber ansonsten habe ich alles so umgebaut, am besten sieht man es eh hier. Sieht ein bisschen wild aus. Ups, da habe ich was vergessen. Hier zum Beispiel. Hier ist zwar eine Kreuzung, aber man sieht, es muss hier keiner abbiegen, deswegen habe ich das so gelassen. Hier muss, oder hier kann der Zug links abbiegen, deswegen Spiel anhalten. Und das mal weg. Dann habe ich alles so gebaut. Halt, alles auch weg. Ein bisschen ausholen im Bogen. Etwa so und ja. Wir können hier schön anschließen. Das geht natürlich jetzt nicht. Machen wir so und machen das Ganze von der anderen Seite. Jawohl, das Spiel kann weiterlaufen. Der Zug findet gleich wieder seine neue Fahrspur. Hier oben sieht man es auch, habe ich schön ja, umgebaut. Also es gibt eigentlich keine scharfen Kreuzungen mehr. Wie gesagt, außer, okay, hier könnte man noch ein bisschen optimieren, sehe ich gerade. Hier muss der Zug im 90 Grad Winkel abbiegen. Hier ist ein Bahnhof hier oben. Dann machen wir die Schiene. Ups, hat doch ein bisschen was übersehen. Machen wir so. Hier muss er nach links abbiegen. Ja, okay, diese Kurve ist akzeptabel, aber hier nach rechts. Warum will ich hier nicht nach rechts? Sekunde, kann ich vielleicht hier anschließen? Ja, so wird's gehen. Nee. Aber so geht's. Oder? Naja. Nee. Ein bisschen optimieren. Könnte ich ja. Halt, machen wir das an. Denn dann reiße ich auch nur Schienen ab, die unterirdisch gebaut wurden. Oder beziehungsweise alles, was unterirdisch gebaut wurde. Machen wir so. Jetzt kann ich hier rausfahren. Und hier dran.
Okay. Ja, so müsste das Problem eigentlich gelöst sein. Jetzt müsste der Zug eigentlich hier entlang fahren und dann hier rein. Kurz mal warten oder Spiel beschleunigen. Ja, weil der Zug hat seine Fahrspur wieder gefunden. Wie gesagt, ich habe da knapp 4 oder 5 Stunden rumgebaut und wie man sieht, es fährt nicht jeder Zug hier zu diesem Bahnhof, sondern es gibt auch welche, die einfach nur vorbeifahren. Vorher haben alle Züge bei jedem Bahnhof angehalten und jetzt ist eigentlich nur jeder zweite. Hier die grüne Linie muss auch noch hier rüber springen und die pinke natürlich auch noch. Ja, die Grüne hat den richtigen Weg schon gefunden und die Pinke müsste auch gleich rüberkommen. Es aktualisiert sich normalerweise immer, wenn ein Zug beim Bahnhof ankommt. Normalerweise. Na jawohl, geht doch. Sehr schön. Kann das Spiel wieder auf normale Geschwindigkeit setzen. Und jetzt fährt der Zug hier entlang und stört hier diese Kreuzung nicht. Okay, dafür gibt es einen kleinen Rückstau. Ist akzeptabel, würde ich sagen. Hier oben. Ja, aber ansonsten habe ich das alles schön geändert. Besonders geil ist hier. bisschen wild. Schau, dass man Buslinien jetzt nicht ausblenden kann. Ah, egal, man sieht es ja. Hier kommen von oben ein paar Züge, die fahren hier runter oder fahren hier rein zu dem Bahnhof oder von dem Bahnhof wieder hier entlang und darüber. Also ist ja quasi fast jede Linie in dem Bereich seine eigene Fahrspur. Ja, aber so ist wirklich optimal. Hier sieht man ein gutes Beispiel. Hier hatte ich eine Abbiegung, die hat quasi so ausgesehen. So war das hier. Und jetzt habe ich das zugebaut. Jetzt kann der Zug quasi in einem, ja, mit derselben Geschwindigkeit oder fortlaufenden Geschwindigkeit hier also abbiegen. Genauso ist dann, wenn er von oben kommt und hier noch links abbiegt oder wenn er von links nach rechts fährt, ist sowieso ist ja sein Gerade. Wenn es hier eine Kreuzung geben würde, dann müsste ich das Ganze natürlich ein bisschen anders umbauen. Zum Beispiel, wo haben wir eine Kreuzung? Kreuzung, Kreuzung, Kreuzung. Ja, zum Beispiel hier. Hui, einmal so durch. Ja, ist optimal. Der Zug muss nicht anhalten, hat keine Verspätung. Ja, kann man lassen, oder? Ja, gut. Dann würde ich gerne zu meiner Hauptaufgabe kommen von dieser Folge. Und zwar hier unten. Hier wäre schon ewig das Gebiet ausgewiesen. Hier sieht man zwei Gebiete: einmal hier Elisabethviertel und einmal Fichtenplatz. Fichtenplatz, ha, wie der Name sagt, wird irgendwann mal ein Holzviertel, jetzt aber noch nicht. Denn wenn man hier auf Naturrohstoffe schaut, es ist alles ein Ölgebiet. Deswegen halt du was. Öl, Öl und Öl. Also habe ich eh schon gemacht. Tada! Spiel anhalten. Dann machen wir das alles großzügig zum Industriegebiet. Und jetzt wird der Öl produziert. Nee, nicht produziert, sondern Öl abgepumpt. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, kann man auch hier so ein paar Spezialgebäude einbauen. Zum Beispiel Nanotechnologiezentrum bringt aber bei der Öltechnologie, glaube ich, eher relativ wenig. Forschungszentrum existiert bereits, okay. Robotic Industry existiert bereits. Halbleiterwerk gibt es noch nicht, könnte ich hier bauen. Okay, jetzt muss ich es so hinbauen. Ah, okay. Würde es aber gern irgendwo hinbauen, wo natürlich auch Platz ist. Ohne dass ich jetzt wieder alles abreißen muss. Hier wird es fast gehen. Aber ich würde es am liebsten so zentral einbauen, dass natürlich das ganze Viertel davon was hat. Oder muss ich doch mal schnell die Straße
umbauen. Vielleicht hier so an diese Ecke. Okay, Spiel anhalten. Hier fährt logischerweise eine Buslinie durch. Ups, kein Problem. Mach das weg. Dann kommt das eine Werk daher. Dann haben wir die Straße, Straße, Straße. Voila, weiter geht's. Der Bus hat wieder seine Haltestelle gefunden. Sehr schön, so gefällt mir das. Und jetzt muss ich einen Bus darauf warten, bis hier was passiert. Hier passiert anscheinend noch nichts. Ja, das dauert eine Weile. Eine lange Weile. Strom ist ja vorhanden, aber ich habe halt momentan einfach keine Nachfrage nach Industrie. Das ist ein kleines Problem. Das Spiel passiert am Schleunige, bringt es glaube ich auch nichts. Denn ich habe einfach zu viel Industrie, wie man hier sieht. Zum Beispiel, was haben wir hier? Hightech Gadget GmbH. Nicht genügend Käufer für Produkte. Okay. Hier wird es aber mehr Sinn machen. Warte mal eine Sekunde. Halbleiterwerk. Wenn ich das da reinsetze. Hier wäre der optimalste Platz ever. Oder vielleicht in das Gebiet rein. So in etwa. Ja, nee. Bringt auch nicht so viel wie erwartet. Wo noch Industrie? Hier oben ist Industrie, hier ist ein großes Industriegebiet. Aber da oben, hier bringt es glaube ich eher noch weniger, oder? Hier baue ich das am besten ein. So wird es ja fast gehen. Halt, Spiel anhalten. Das ist Einbahnstraße, egal. Ach komm, nee, ich will es nicht unten haben, das eine. Wo bist du, Gebäude? Da bist du, Gebäude. Oh Gott, wo war ich denn jetzt? Hier war ich. Er geht aber auch nicht, weil. Ah, hier ein Park ist. So, versuchen wir es noch einmal. Gebäude nehmen und. Daher, nee. Doch, 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 hierher. Tada! Da müsste sich die ganze Industrie freuen. Also theoretisch. Hier war eine Einbahnstraße. Einbahnstraße bauen wieder her. Oder erstmal von hier eine Straße hier entlang. Ja, okay, das geht nicht ganz. Halt, zumindest abpresse. Ah, hier eine Kurve wäre schön, aber irgendwie. Ja, viel besser. Okay, hier bei der Einbahnstraße hat ja bereits schon erwähnt. Tada! Und wieder Industriefläche bis daher. Spiel kann weiterlaufen. Ja. Hier war eine Bushaltestelle. Okay, hier der Bus, der steht ein bisschen. Bisschen außerhalb des Gebietes. Hier gibt es eine Straßenbahnhaltestelle und eine Bushaltestelle und Halbleiterindustriewerk. Ja, ob das was hier was bringt, ist jetzt die Frage. Ich hoffe es einfach mal. Vielleicht wird da hier demnächst ein großes Hightech-Viertel entstehen. Mal schauen. Jetzt habe ich hier unten natürlich wieder die Straße. Wieder zurückbauen, so wie sie vorher war. Und etwa so und dann etwa so hier. Alles gut. Nichts passiert. Ja, der Bus findet gleich seine Route wieder. Beziehungsweise hat er schon gefunden, oder? Warum fährt er? So müsste es richtig sein.
Genau. Andersrum hätte es wahrscheinlich eher keinen Sinn gemacht. Okay. Hier passiert irgendwie gar nichts. Null, nothing, zero. Vielleicht ein paar Packs einbauen. Okay, das ist ein bisschen groß, der kleine Pack. Kleiner Spielplatz. Okay, nee, Industriegebiet. Hundepark, ja, kann man einbauen. Das ist in der Nähe von dem Park. Dann kann man wieder der Strom überspringen, schätze ich jetzt mal. Was haben wir hier? Hier ist das erste Gebäude. Sehr schön. Ja, ohne Strom, natürlich. Paradoxplatz, Paradoxplatz. Paradoxplatz. Was haben wir hier? Platz mit Bäumchen. Kann man da jetzt setzen? Vielleicht da ein bisschen außerhalb oder da rein in das Gebiet. Oder hier in die Straßenecke. So in etwa. So, Strom. Ja, wird langsam. Jawohl, die pumpen schon fleißig Öl, obwohl es ja irgendwie keinen Strom haben. Außer Betrieb. Hä, hast du jetzt Strom oder wie? Nee, du hast ja gar keinen Strom. Hä? Wo? Ach, hier jetzt oder wie? Nee, noch nicht. Hä? Ich hab gerade gedacht, die hätten jetzt irgendwo einen Strom herbekommen. Ja, das dauert jetzt eine Weile, bis hier wirklich was passiert. Die Busse, U-Bahnen, Züge, alles fährt schon. Ja, ich weiß. Ja, hier wird schon was gebaut. Mineralölfirma, natürlich. Anders würde ich die Firma auch nicht nennen. Hier wird was gebaut. Sehr schön. Ja, wie gesagt, das dauert jetzt eine Weile. Ich brauche hier eine Feuerwehr. Die nächste Feuerwehr ist da oben. Halt, das ist ja nicht Feuerwehr, das ist Feuerwehr. Naja, würde ich schon sagen. Bauen wir eine Feuerwehr. Feuerwehr, vielleicht hier so eine Nebenstraße. So, ja. Müsste eigentlich reichen für das ganze Gebiet. Ja, klar, die hat noch keinen Strom. Noch nicht. Aber wenn hier erstmal eine Verbindung geschaffen wurde, dann haben die Strom und dann geht's aufwärts. Also ich hoffe zumindest. Gegen Arbeitsunfälle habe ich hier eine kleine Arztpraxis noch errichtet. 0 von 8 Krankenwagen sind unterwegs. Okay, das ist also gar nichts. Eine Polizei. Polizei ist hier oben. Vielleicht eine kleine Polizeiwache. Könnte glaube ich nicht schaden. So eine Kriminalitätsrate von 7. Ja, da warte ich noch ein bisschen mit der Polizei. Apropos Kriminalität. Hier ist ja ein Gefängnis und offscreen habe ich nochmal eins gebaut. Kurz mal schauen, wo war das? Wo war das? Hier, genau. Neben dem Kernfusionskraftwerk ein Gefängnis. Und das sind ja 313 Gefängnisinsassen drinnen. Geht ja. Wie sieht's hier aus? Hier oben. Busse haben ihre Fahrspuren wieder gefunden, aber was? Was? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Die eine fährt zweimal die gleiche Fahrspur, oder wie? Warte mal, das mal weg. Ja, jetzt ist besser. Der muss dann hier noch anhalten, dann passt es wieder. Sonst fährt er zweimal hier im Kreis. Nee, so rum. Das wäre Schwachsinn. Bringt's gar nicht. Kurz mal hier reinschauen. Hey, ein Besucher, ein Tourist. Toll. Mal schauen, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat auf die Industriegebiete im Umkreis oder nicht. Abwarten. Kaffee trinken. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Cities Skylines. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.